Lernen ist doch eine unglaublich individuelle Angelegenheit, weil jeder lernt ein bisschen anders. Es ist eben nicht dieses Reinkopieren. Und die Tatsache, dass alle verschieden sind, ist doch ein Vorteil und kein Nachteil. Aber sozusagen in der immer noch überwiegenden schulischen Logik sind die Verschiedenheiten oder die Unterschiede der Einzelnen irgendwie verschiedene Abstände zur gedachten Perfektion. Also es wird immer sozusagen die Abweichung der Nachteil erlebt, statt zu sagen, das ist doch eine interessante Landschaft oder Choreografie von verschiedenen, die sich verständigen. Also Remo Lago aus Zürich, der hat die längste oder größte Studie in Europa gemacht, eine Langzeitstudie von Kindern, wie sie dann Jugendliche und auch Erwachsene werden. Und er sagt, es gibt zwei Ergebnisse. Erstens, alle sind verschieden und zweitens, alle werden im Laufe ihres Lebens immer verschiedener. Und was wäre es denn jetzt mal einfach mal vorgestellt, was wäre das für eine Schule, deren Selbstverständnis wäre, sie sollen bei uns alle verschiedener werden können, was sie ja sowieso werden. Das wollen wir kultivieren. Und das Argument, das dann immer kommt, ja, aber man muss doch erstmal Grundlagen haben und so weiter, das trifft nicht. Gerade wenn alle verschieden sind, dann lernen sie sich zu verständigen. Sonst müsste man sich auch gar nicht verständigen, wenn wir gleich wären. Dann muss man die Sprache entwickeln und das Sprechen. Dann entwickelt sich auch unter der Hand ein Curriculum. Während wenn das alles sozusagen auseinandergeschnitten wird und eingeflößt wird, dann ist es ja kein Teil mehr der Verständigung. Und dann driftet der Eigensinn der Kinder, das Individuelle, ja, das, was sie zum Individuum macht, das driftet ab, so das Leben ist draußen und hier drin nicht. Es ist Angst und ganz tief, tief sitzende Bilder, dass die Lehrer den Schülern nicht wirklich trauen, dass sie lernen wollen. Und da, wo wirklich sich etwas tut, verändern sich nicht so sehr organisatorische Sachen, dies oder jenes, sondern diese Mentalität. Also ein Beispiel, die Schulleiterin einer sehr guten Schule, der staatlichen Montessori-Schule in Potsdam. Auch eine der Schulpreisschulen, die haben sehr viel verändert, ist eine wirklich tolle Schule, bekam von dem Schulleiter, nicht vom Schulleiter, von dem Schulrat einen Anruf, sie möge bitte mal vorbeikommen wegen stark abweichender Ergebnisse bei Vergleichsarbeiten. Und was dachte sie? Sie dachte, Mist, nun haben wir alles Mögliche gemacht und haben schlechte Ergebnisse. Sie kommt zu dem Schulrat, er sagt, Frau Kegler, ich gratuliere Ihnen. Was ist ihr Geheimnis? Das heißt, auch die guten Leute glauben in der Tiefe sich selber nicht so richtig. Und auch viele gute Lehrer vertrauen in der Tiefe nicht den Schülern so richtig. Und wenn was in Gang kommt, das kann man an dieser schönen Schule beobachten, weil die nämlich jetzt während der siebten und achten Klassen sind die Schüler ein Viertel der Zeit nicht in der Schule, sondern draußen, kultivieren ein Grundstück. Das ist eine lange, weitführende Geschichte. Und von da kommen die Schüler zurück mit dem starken Drang, wir wollen etwas. Und jetzt fangen die an, mit Lehrern zusammen ihre eigenen Lehrpläne zu machen. Und an der Stelle plötzlich überwinden Lehrer dieses Grundmisstrauen, das die eigentlich nicht wollen. Und das, glaube ich, ist das Problem. Und das hat weniger zu tun mit Schulorganisationen, sondern das hat ein bisschen was zu tun mit der Tiefe einer Kultur. Als Kind bin ich aufgewachsen in Göttingen, eine überwiegend evangelische Stadt. Meine Eltern sind Flüchtlinge, kamen aus Schlesien, waren katholisch. Und dann erlebt man als Kind solche Sätze wie, wir kaufen nicht in evangelischen Geschäften. Ja, völlig unklar, was ein evangelisches Geschäft ist. Aber was sozusagen hängen bleibt, ist, es gibt so die richtigen Menschen und die nicht ganz so richtigen. Und dieses
ist eine Grundierung für vieles, was dann mentalitätsmäßig weiterläuft, von einem sozusagen Grundmisstrauen, ist das hier ein richtiger oder ein falscher? Das hat nachher gar nichts mit evangelisch-katholisch zu tun, sondern das ist sozusagen ein Grundunterscheidungsmuster, was sehr stark Misstrauen weitertransportiert. Und deswegen denke ich, dass sozusagen das in Deutschland sich vor allem abgespielt habende Religionsschisma, die Religionskriege, der 30-jährige Krieg, einen langen Nachhall haben. Ja, man könnte sagen, der Bildungskrieg in Deutschland ist sozusagen der letzte Religionskrieg, der uns geblieben ist, weil so performativ wird der Religionskrieg da nochmal nachgespielt, obwohl es gar nicht mehr um Religion geht. Vielleicht sind das auch Fragen, die gewöhnlich ja mit dem Bildungsthema scheinbar nichts zu tun haben, die aber so einen Kern, eine Seele dieses Themas ansprechen und auch ein Grund, weshalb ein Land, Länder wie die skandinavischen dann in der Endabrechnung bei PISA besser sind oder auch in Deutschland homogenere, also kulturell homogenere Landstriche anders dastehen als solche, die zerfurchter sind. Das hat nichts zu tun mit dem Parteibuch des Kultusministers und der Frage bestimmter Gliederungsfragen der Schule, sondern glaube ich vielmehr mit solchen Sachen, die schwerer zu fassen sind, die aber andererseits, wenn man eine, na, sagen wir mal, eine Ahnung davon entwickelt, um was es sich da handelt, lässt sich das auch zurückübersetzen in eine kleine alltägliche Politik der Atmosphärenherstellung, weil eben diese Atmosphären so wirksam sind. Also die Atmosphären sind eben nicht das vernachlässigbare Weiche, sondern in der Endabrechnung das Härteste, weil sie so tiefe Mentalitätsspuren hinterlassen. Gibt ja den schönen Satz von dem italienischen Pädagogen Loris Malaguzzi, der Raum ist der dritte Pädagoge. Der Raum zeigt einem, also ein Kind oder auch einem Erwachsenen, wenn man irgendwo hinkommt, also wenn man da eingeht, auch sowas wie Wertschätzung. Und das ist etwas, was für viele Deutsche erstaunlich ist, auch wenn sie nach Skandinavien kommen. Da hängen schöne Lampen und nicht irgend so Neonzeug. Manchmal auch. Da gibt es schöne Türklinken. Und die Deutschen sagen, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nein, es ist nicht übertrieben, sondern das ist eine Einladung in die Welt. Und das wird alles zurückgezahlt. Und die Nicht-Wertschätzung wird auch zurückgezahlt, nur in einer anderen Währung. Eine gute Schule sollte eher hungrig machen als satt. Man sollte auf den Appetit kommen. Und es muss auch etwas schiefgehen können. Und das, glaube ich, ist das Problem des deutschen Schulsystems, dass aus dieser Tradition der Selektivität so leicht einem Schüler gesagt wird, bist du überhaupt ein richtiger Gymnasiast? Bist du nicht vielleicht ein blinder Passagier, der, wenn wir in den nächsten Hafen kommen, von Bord muss? Also dafür, dass Leute ihr eigenes wagen und sich auch in Unsicherheit wagen, braucht man eine Grundsicherheit. Die Schule muss viel mehr Grundsicherheit geben, damit die Einzelnen auch mal unsicher werden können. Ja, man muss sozusagen Angst haben dürfen in der Schule. Die Institution muss so sein, dass man Angst haben darf, aber keine Angst vor der Angst haben muss. Also vor ein paar Jahren haben viele Leute gesagt, eine tolle Schule wäre eine, in der man keine Angst hat. Das, glaube ich, ist falsch. Angst ist ein Teil der Empfindung, wenn es um etwas Neues und Risikoreiches geht. Aber wir haben keine Schulen, die allermeisten nicht, in der man Angst haben darf, sondern wir haben Schulen, in der man, denen man so tut, als also die Schüler, die lernen, intelligent zu gucken, statt dumme Fragen zu stellen. Und sie sollen nicht intelligent gucken, sondern sie sollen also irgendwie, sie sollen vorgucken und zerknirscht, aber sie sollen dieses Scheißgetue sein lassen. Und auch die Lehrer, die auch so tun, als wüssten sie alles, statt Fragen zu haben. Ist doch viel spannender, wenn jemand Fragen hat. Kinder überraschen Erwachsene. Und ich meine,
was man an Kindern doch wirklich so genau sehen kann, was Lernen ist. Nämlich, dass Lernen einerseits immer ein Bezug zur Welt ist und auch ein Bezug auf ein Selbst. Und die Kinder lernen, indem sie Sachen ausdifferenzieren. Die lernen die Sprache doch nicht dadurch, dass man ihnen Excel-Tabellen der richtigen Wörter in den Kopf reinschießt, sondern dass sie es ausprobieren und es geht nicht und das ist so ein Klang und plötzlich kriegen sie mit, die bei der Sprache sozusagen die Grammatik, ohne dass man jetzt eine Grammatik liest, also die Regeln, sie kriegen die Regeln mit, wie etwas funktioniert. Und das lernen sie. Das hat ihnen niemand gesagt. Und wir können ja auch die Grammatik unserer Sprache, auch wenn wir nicht dieses Buch Grammatik gelesen haben. Und meistens, wenn man in der Grammatik liest, kann man nachher nicht besser, sondern eher schlechter sprechen oder ist man verwirrt. Also dieses Wunder des Lernens oder dieses Lerngenie, das kann man da beobachten. Und das ist das, was eigentlich einer Tradition fehlt, die so sehr vom Belehren ausgeht und Lernen immer wieder mit Belehrung verwechselt. Und Lernen ist eben nicht die passive Seite eines Belehrungsvorgangs, sondern der Lehrer sollte eigentlich die begleitende Seite sein, um Lernen zu ermöglichen. Ich glaube, dass alle Menschen irgendwo auch hochbegabt sind. Also es gibt so einen schönen Satz von Blaise Pascal, der Mensch übersteigt unendlich den Menschen. Und diese Möglichkeit muss man schaffen, dass man etwas herausfordert. Und das ist dann ein gewisser Nachteil dieser Labels, die aufgeklebt werden. Dann glaubt man selbst und auch die anderen nicht mehr so sehr an die Überraschungsmöglichkeit, weil man doch schon alles weiß. Der ist hochbegabt und der ist leider überhaupt nicht hochbegabt. Und dann, ja, und wenn Schüler das Selbstverständnis haben, ich bin doof, die sagen ja dann nicht niedriger begabt, sondern doof, dann reißen ganz viele Fäden auf einmal und das sollte man nicht machen.